wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem Spiel. Und was ein Wetter wir da heute haben an diesem Abend. Es ist absolut herrlich. Grüße vom Kommentatorenplatz. Da sitzen wie so oft Jan Platte und Florian Spitz-Sommerfeld. Heute haben wir eine richtig schöne Partie für Sie im Angebot. Die Stimmung ist ja jetzt schon überragend. Also Jan, ich glaube, das könnte ein richtig geiler Kick werden. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Das ist die Startaufstellung. Der Bears. Tor Ederson. Ruben Dias spielt mit Gabriel in der Abwehr. Odri steht mit Kevin De Bruyne im zentralen Mittelfeld. Und im Sturm Erling Haaland. Und jetzt die Flanke vielleicht. Ja, das ist stark, wenn du im Strafraum so hingehst. Sehr gut. Haaland. Da kommt er ganz sicher raus aus der Gefahrenzone. Was für eine sensationelle Parade, so früh im Spiel. Es steht weiter 0-0. Ödegaard. Na, und den Ball, da steht er goldrichtig, schnappt er sich. An das Publikum, der soll es mal abziehen. Ja, Ball ist raus aus der Gefahrenzone. Guter Ballgewinn. Der ist nicht drin. Und spätestens jetzt die Alarmglocken an. Das ist nämlich Erling Haaland. Ihre Chance. Jetzt auf die Führung. Oh, das war ein dickes Brett. Jan, das muss es doch fast sein. Ja, das muss das 1-0 sein, Schmizo. Und da können Sie ganz entspannt Ihr Spiel aufziehen und ja, das Ding hier möglicherweise kontrollieren. Erling Haaland. Kevin De Bruyne. Und jetzt ist er durch, auf dem Weg zum Torwart. Das war die XXL-Chance, aber der Keeper entscheidet dieses Privatduell für sich. Und wie, Jan, und wie? Ein Hexer zwischen den Stangen, völlig richtig, Schmizo. Einfach klasse, wenn du als Keeper so unfassbar wach bist in so einer Situation. Hohes Zustellen, noch ohne Gefahr. Ball ist im Aus, Einwurf. Jetzt könnte er flanken. Und das ist gute Abwehrarbeit. Genau so musst du da stehen bei so einer Flanke. So, auf außen ist ein bisschen was. Mach das jetzt, Cristiano Ronaldo. Und jetzt machen wir hier wirklich das 1-0. Das gibt's ja gar nicht. Die anderen machen komplett das Spiel, aber das ist egal. Sie schlagen zu. Sie sind jetzt 1-0 vor. So ist das Tor entstanden. Ein fantastisches Umschaltspiel. Und dann ganz sicher aus kurzer Distanz drin ist das Ding. Wir sehen die Reaktion des Trainers, der sich natürlich freut über diesen Führungstreffer. Jetzt hat seine Mannschaft die Chance, das hier noch besser in den Griff zu kriegen. So, also jetzt 1-0 hier und mit dem Ergebnis geht's weiter. Rodri, stark den Ball geholt. De Bruyne. Und Rodrigo. Und jetzt sind sie hier durch. Es geht weiter nach der Parade. Ja, der ordentlich sortiert, wird am Ende nichts raus. Ja, da ist vielleicht eine Chance zu kontern. Die Abwehr
Abwehr braucht da, ist immer noch nicht gut formiert. Befreit sich aus dem Druck, schöner Pass nach hinten. Und am Ende so weit vorbei gezielt am Tor. Wobei der Angriff war eigentlich gut. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, wie sie es schaffen können, da gefährlich zu werden. Sie haben die Qualitäten für genau diese Art Konterfußball. Gut gemacht, lässt hier weiterlaufen, den Vorteil. Ja, spielen sie nicht gut genug, Ball ist weg. So, eine Minute gibt es noch obendrauf. Ödegaard. Rodri. Und das war's. Haben den Pfiff gehört. Erste Halbzeit ist rum. Wir machen weiter in diesem Spiel. Der Ball rollt wieder durch Gang 2. Und der Pass ist abgefangen. Rodri. Und dann Grealish. So, die Bears mit der Ecke. Lange mussten die Fans warten, aber jetzt bekommt ihr Team die Ecke. Vielleicht geht ja noch was in Sachen Ausgleich. Ja, gut gemacht, sicher gehalten. Ah, der Torwart nicht mit der Ideallösung. Geht vorbei. Super Parade. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ball ist weg. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Ja, der hätte gefährlich werden können, der Konter. Spielen sie nicht sauber genug. Ball ist weg. So, jetzt muss die Abwehr da sein. Da ist sie, die Riesenchance. Und irgendwie, ohne Zeit zu haben, pariert er trotzdem noch. Ja, also die Zeit war ausreichend, um so einen Weltklasse-Reflex auszupacken, Schmizo. Aber ich bin ja bei dir. Parade einfach nur eine Sensation. Der Ball ist schon wieder weg. Was ist denn jetzt hier los? Steilpass, kommt gefährlich. Ja, und sie finden Erling Haaland. Oh, Jan, der war eng. Oh, mein Haar. Wenn das so weitergeht, ist denn nur noch eine Frage der Zeit. Wichtig für sie jetzt, genauso dran zu bleiben, drauf zu bleiben. Ja, stark geholt diesen Ball. Ball läuft sehr gut. Kriegen sie jetzt eine Chance rausgespielt. Sie hat die Riesenchance auf den Ausgleich. Ja, doch, alles da. Gute Parade. Kevin De Bruyne. Mo Salah. Und Haaland. Macht er den jetzt? Der Ball geht deutlich raus. Wir haben noch 20 Minuten zu spielen in dieser Partie. Ranch. So, sehr gut angeboten. Da gibt es genug. Mehr Ballbesitz in der letzten Viertelstunde für das Heimteam. Und so wie die jetzt hier Fußball spielen, wäre es definitiv verdient, wenn sie noch zum späten Ausgleich kommen. Jetzt wird es richtig gefährlich. Allein auf dem Weg. Und hechtet da Richtung Ball. Gut gemacht. Und der Bräune. Ja, ist da. Bei diesem Ball der Torwart. Haaland! Oh, der war wichtig. Ja, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Kontern. Ja, und weg ist der Ball, nicht ganz aufmerksam. Also lange haben wir nicht mehr. Wir sind mittendrin in der Schlussphase und das riecht doch sehr nach einem Auswärtsdreier für die Gäste, auch wenn es immer noch eng ist. Die machen das richtig gut.
ziehen hier ihr Spiel durch, sind immer wieder. Die Chance zum Ausgleich. Farbe reinigt und zwar mit der Faust. Oh, super. Da den Ball zu holen. Vielleicht geht das. Und wie hält Ederson das Ding? Stark den Ball hier abgelutscht. Ja, sieht gut aus, der Angriff. Weil eben mal. Und das muss doch das Tor sein. Es ist kein Problem. Absolut zur Stelle. So, und das war's. Die Gäste gewinnen hier also dieses Spiel. Am Ende gewinnen sie dieses Spiel knapp. Und ich finde, damit könnte.